أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Wir haben in der letzten Lektion die einleitenden Fragen im religiösen Rechtswerk von Ayatollah al-Allama Sayyid Kamal al-Haydari erläutert und möchten heute nun zum nächsten Abschnitt kommen, nämlich zu den Fragen bezüglich des Ijtihad. Zur Erinnerung, Al-Ijtihad ist die selbstständige Rechtsfindung, also die starke Bemühung und Anstrengung, um die religiösen Urteile aus dem heiligen Koran und der gesegneten Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi zu extrahieren. Wir waren stehen geblieben bei Seite 19 und fangen nun mit dem neuen Abschnitt an, nämlich Al-Tariq al-Awwal al-Ijtihad, also der erste Weg der Ijtihad. Weil wir haben ja gesagt, es gibt insgesamt drei Wege, um sich das Wissen über die Religion zu verschaffen, Al-Ijtihad, Al-Taqlid und Al-Ihtiyat. Und hier haben wir nun drei weitere Fragen über Al-Ijtihad. Die erste Frage, die wir uns in diesem Werk stellen, und das ist hier die Frage Nummer 4, هل الاجتهاد واجب على كل مكلف؟ Ist der Ijtihad für jeden religiös Erwachsenen verpflichtend oder nicht? Also mit anderen Worten, ist jeder religiös Erwachsene verpflichtet, den Ijtihad zu betreiben oder nicht? Und die Antwort des Sayyids lautet, Al-Ijtihad wajibun kifai. Und hier kommen wir jetzt schon zu unserem ersten Fachbegriff, nämlich wajibun kifai. Und wir werden in Zukunft öfters auf solche Fachbegriffe stoßen. Und es wird nicht immer möglich sein, eine präzise Übersetzung für diese Fachbegriffe zu finden. Und deshalb möchten wir die arabischen Begriffe beibehalten und ihre Bedeutung kennenlernen. Das heißt, wir möchten den Begriff wajib kifai so speichern, wie er quasi ist, und ihn erläutern. Sodass, wenn wir später bei anderen Thematiken, wo wenn das Wort wajib kifai fällt, dann sollte jeder wissen, was dieses Wort bedeutet. Wajib kifai haben wir mit Kollektivpflicht übersetzt. Ja, das heißt, der Ijtihad ist eine Kollektivpflicht. Was bedeutet Kollektivpflicht? Hierbei unterscheidet man zwischen zwei Arten von Pflichten. Zum einen die Kollektivpflicht, zu der Ijtihad gehört, und zum anderen die Individualpflicht. Ja, was ist der Unterschied zwischen beiden? Die Kollektivpflicht ist eine Pflicht, die zunächst für alle Menschen verpflichtend ist. Jedoch, wenn nun einige von der Gruppe der Menschen, wenn einige diese Pflicht ausführen, diese Pflicht verrichten, dann entfällt die Verpflichtung gegenüber den anderen. Ja, das ist die Kollektivpflicht. Das bedeutet in dem Fall angewandt, der Ijtihad ist eine Kollektivpflicht für denjenigen, der dazu imstande ist. Das bedeutet, dass sobald einige Personen diese Aufgabe übernehmen und selbstständige Rechtsgelehrten werden, so entfällt diese Pflicht für alle anderen. Das heißt zunächst einmal, der Ijtihad ist zunächst Pflicht für alle Menschen. Wenn nun einige Menschen den Ijtihad-Grad erreichen, so entfällt diese Pflicht für die restlichen Menschen. Ja, ein weiteres Beispiel wäre das Totengebet. Das Totengebet ist auch eine Kollektivpflicht. Das bedeutet, wenn jemand stirbt und nun einige Menschen auf diese verstorbene Person das Totengebet verrichten, so bin ich nicht mehr verpflichtet, das Totengebet auf ihn zu verrichten. Zunächst ist es für alle Pflicht, aber sobald eine Gruppe diese Aufgabe übernimmt und das Totengebet verrichtet, so entfällt diese Aufgabe und diese Pflicht für alle anderen Menschen. Ja, verständlich, das ist die Kollektivpflicht. Im Gegensatz dazu gibt es noch die Individualpflicht. Das ist die Pflicht, die für jeden einzelnen Menschen verpflichtend ist. Zum Beispiel, ich muss beten, ich muss fasten, ich muss die Pilgerwart vollziehen. Wenn mein Nachbar nun betet, heißt es nicht, dass ich nicht beten brauche. Wenn mein Nachbar fastet, heißt es nicht, dass ich nicht fasten brauche. Individualpflicht ist quasi die Pflicht, die für jeden einzelnen Menschen individuell verpflichtend ist. Im Gegensatz dazu die Kollektivpflicht, die zunächst für alle Menschen verpflichtend ist, aber sobald eine Gruppe von Menschen diese Aufgabe verrichtet, entfällt die Verantwortung gegenüber den anderen Menschen. Und der Ijtihad ist nun eine Kollektivpflicht. Das bedeutet, wenn nun einige den Ijtihad betreiben, den Ijtihad-Grad erreichen, so habe ich nicht mehr die Pflicht, diesen Grad anzustreben. Und der Sayyid sagt weiter,
Wenn diejenigen, die dazu imstande sind, sich dessen jedoch enthalten, so sind allesamt sündig. Wenn es auf der Welt keinen einzigen Mujtahid gibt, so sind alle Menschen, die dazu imstande sind, sündig. Sündig vor Allah subhanahu wa ta'ala. Erst wenn einige diesen Grad erreicht haben, so entfällt die Verantwortung bezüglich der anderen Person. Und der Sayyid sagt noch weiter als letzten Satz, es gibt keine religiös bestimmte Anzahl hierfür, sondern die Anzahl der Rechtsgelehrten geht mit der Notwendigkeit einher. Das bedeutet, es kommt stets auf die Notwendigkeit der Gesellschaft an, wie viele Mujtahidin, wie viele selbstständige Rechtsgelehrte wir benötigen. Leben wir in einer Gesellschaft, wo wir nur einen Mujtahid brauchen, dann reicht einer. Leben wir in einer Gesellschaft, wo mehrere benötigt werden, dann müssen mehrere diesen Grad erreichen, bis diese Verantwortung, diese Pflicht für mich persönlich als individuelle Person entfällt. Die nächste Frage, und zwar ist das hier die Frage Nummer 5, lautet: Hel lil ijtihad lahu naw'un wahid aw anwa' mutaaddida? Hat der Ijtihad nur eine Form oder mehrere Formen? Und das ist eine sehr wichtige Frage, denn daraus werden uns verschiedene Aspekte deutlich, die wir auch bezüglich dem Marja' Taqlid benötigen, ja, also dem Vorbild der Nachahmung. Der Sayyid hat hier als Antwort gesagt, Lil Ijtihad Nau'an. Der Ijtihad hat zweierlei Formen. Ja, es gibt quasi nicht nur eine Form des Ijtihads, sondern zwei. Die erste Form des Ijtihads, was ist die erste Form des Ijtihad? Der Sayyid schreibt, der Mujtahid ist fähig, Rechtsurteile bezüglich der gesamten religiösen Angelegenheiten zu extrahieren. Sei es Angelegenheiten bezüglich den Glaubensüberzeugungen oder den Taten. Mit den Worten des Koran, er muss ein tiefgründiges Verständnis bezüglich der Religion haben. Ja, und das haben wir in den vorhergehenden Lektionen ausführlich erläutert. Und hier führt nochmal der Sayyid den Vers von Surah At-Tawbah auf, Vers 122, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Warum zieht denn nicht aus ihrer jeder Schar eine Gruppe aus, auf dass sie wohl bewandert würden in der Religion und nach ihrer Rückkehr zu ihrem Volk es warnen könnten, dass es sich vor Übel hüten mag? Ja, und diesen Vers haben wir ausführlich in der ersten Lektion thematisiert und auch die Worte von Allama Tabatabai diesbezüglich gelesen. Der Sayyid schreibt weiter, offensichtlich ist diesem Vers der Aufruf zu entnehmen, hinsichtlich der gesamten Religion ein tiefgründiges Verständnis zu erlangen. Seien es die Wurzeln, also die Usul, oder die Zweige, Al-Furu'. Und nicht nur die religionsrechtlichen Angelegenheiten, also die Halal-Haram-Angelegenheiten, welche in der Hause als Fiqh bezeichnet wird. Denjenigen bezeichnen wir als Al-Mujtahid Al-Mutlaq, also der absolute Mujtahid. Also es wird klar, die erste Form des Ijtihad oder die erste Form des Mujtahid ist der absolute Mujtahid, Al-Mujtahid Al-Mutlaq. Das bedeutet, derjenige kann bezüglich den gesamten religiösen Angelegenheiten Rechtsurteile extrahieren. Seien diese die Wurzeln der Religion, also die Glaubensangelegenheiten, Tauhid, Nubuwa, Ma'ad, also Einheitsbekenntnis, Prophetentum, Wiederauferstehung, oder aber auch die religionsrechtlichen Angelegenheiten, also die Halal-Haram-Angelegenheiten, Beten, Fasten, Reinheit und so weiter. Das heißt, er ist ein Experte auf dem gesamten Gebiet der Religion, ohne Ausnahme. Und diese Person bezeichnet der Sayyid als Al-Mujtahid Al-Mutlaq, der absolute Mujtahid. Die zweite Form des Ijtihads wird ebenso erläutert. Der Sayyid schreibt, der Mujtahid ist befähigt, lediglich Rechtsurteile bezüglich den religionsrechtlichen Angelegenheiten zu extrahieren, also die Halal-Haram-Angelegenheiten. Und dies kann auf zwei Arten geschehen. Ja, das heißt, zum einen haben wir den Mujtahid al-Mutlaq, der absolute Mujtahid, und zum anderen haben wir den Mujtahid, der sich nur mit den religionsrechtlichen Angelegenheiten beschäftigt. Und da unterteilt der Sayyid nochmal in zweierlei Formen. Er schreibt zur ersten Form, er ist dazu hinsichtlich den gesamten religionsrechtlichen Themenkomplexen imstande.
Das heißt, die erste Form des zweiten Mujtahid ist, dass er bezüglich den gesamten religionsrechtlichen Angelegenheiten Rechtsurteile extrahieren kann. Das heißt, angefangen von dem Buch der Reinheit, über das Buch des Gebets, über das Buch des Fastens, über das Buch des I'tikaf und alle Bereiche, welche unter dem kleinen Fiqh sozusagen fallen, dort ist er ein Experte. Das ist die erste Form. Und die zweite Form, er ist dazu nur in bestimmten Themenbereichen imstande. Und diese Form des Ijtihad bezeichnen wir als Al-Mujtahid Al-Mutajazzi', also der bedingte Mujtahid. Also der bedingte Mujtahid ist derjenige, der nur in einem bestimmten Bereich religiöse Rechtsurteile extrahieren kann und nicht im gesamten Fiqh. Ja, also um nochmal die Frage zusammenzufassen, wie viele Arten vom Ijtihad gibt es? Die Antwort lautet, es gibt zwei Arten des Ijtihad. Zum einen der absolute Ijtihad, das ist derjenige, der Rechtsurteile hinsichtlich der gesamten Religion extrahieren kann. Zweitens, die zweite Form des Ijtihad, das ist derjenige, der nur in den religionsrechtlichen Angelegenheiten Ijtihad betreiben darf. Und da unterteilt man nochmals zwischen zwei Formen. Derjenige, der über die gesamten religionsrechtlichen Abhandlungen derjenige, der die gesamten religionsrechtlichen Abhandlungen studiert hat und dazu befähigt ist, und zum anderen jemand, der nur in einem Teilbereich dessen befähigt ist. Nun kommen wir zur dritten Frage, beziehungsweise Frage Nummer 6 auf Seite 20 im religiösen Rechtswerk. Und dies ist auch eine ebenso sehr, sehr wichtige Frage, denn auch daraus werden uns viele Angelegenheiten deutlich. Hier stellen wir uns die Frage, ما هي الآثار المترتبة على من كان مجتهدا مطلقا أو متجزئا. Das bedeutet, was sind die Aufgaben und Rechte, also was sind die Aufgaben von einem absoluten Mujtahid und einem bedingten Mujtahid? Was sind quasi die Rechte? Was darf jeder Einzelne machen? Haben beide gleiche Rechte, haben beide die gleichen Aufgaben oder nicht? Das heißt, hier sucht man quasi die Unterschiede zwischen dem absoluten Mujtahid und dem bedingten Mujtahid. Und hier schreibt der Sayyid, diese sind zahlreich und wir möchten an dieser Stelle nur einige erwähnen. Punkt 1. Dem absoluten Mujtahid ist es gestattet, gemäß seiner Rechtsfindung zu handeln, also gemäß seinem Ijtihad zu handeln, und so auch der bedingte Mujtahid, jedoch nur im Rahmen seiner Fähigkeiten und Möglichkeiten. Das bedeutet, der absolute Mujtahid, dem ist es gestattet, hinsichtlich der gesamten Religion Rechtsurteile zu erlassen und dort zu forschen und sämtliche Urteile zu geben. Der bedingte Mujtahid ist auch imstande, nach seiner Rechtsfindung zu handeln, jedoch nur in dem Rahmen, in dem er studiert ist, in dem er ein Experte ist. Da er nur ein bedingter Mujtahid ist, ist es ihm quasi nicht erlaubt, in den Bereichen zu forschen und in den Bereichen Rechtsurteile zu erlassen, in denen er nicht ausgebildet wurde. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wenn in dem absoluten Mujtahid die Bedingungen zum Marja' al-Taqlid erfüllt werden, und diese werden wir erläutern, das heißt, die Bedingungen des Marja' al-Taqlid werden dann später im religiösen Rechtswerk erläutert, so ist es dem religiös Erwachsenen gestattet, ihn nachzuahmen, beziehungsweise gemäß seiner Rechtsfindung zu handeln. Das bedeutet, hier haben wir schon mal eine Voraussetzung für den Marja' al-Taqlid herausgefunden, nämlich, dass er ein absoluter Mujtahid sein muss. Ja, er muss quasi zu der ersten Sorte des Mujtahid gehören. Wenn in dem absoluten Mujtahid die Bedingungen zum Marja' al-Taqlid erfüllt werden, und diese werden wir erläutern, so ist es dem religiös Erwachsenen gestattet, ihn nachzuahmen bzw. gemäß seiner Rechtsfindung zu handeln. Ja, das ist eine klare Aussage, diese haben wir in der Lektion über Taqlid ausreichend erläutert. Und dann schreibt der Sayyid, er hat die Wilaya al-Shar'iyya, also die Vormundschaft über die Gesetzgebung. Das heißt, er ist imstande, Gesetze zu erlassen, Rechtsurteile zu erlassen. Aber damit hier nicht wieder das Missverständnis auftritt, die Gesetze und Urteile entspringen nicht seiner eigenen Meinung und seinen eigenen Bedürfnissen, sondern sind natürlich angelehnt an die reinen Quellen der Ahlul Bayt a.s. Und das war auch natürlich die Anordnung des Imam al-Mahdi, möge Allah seine Erscheinung beschleunigen. Dies haben wir im Kapitel über Taqlid erläutert, dass, wenn wir Fragen zu Angelegenheiten haben, sollen wir zu den Berichterstattern der Überlieferungen zu den Berichterstattern zurückkehren. Denn sie sind meine Hujja auf euch und ich bin die Hujja Allahs.
Also er hat die Wilaya al-Shar'iyya, die Vormundschaft über die Gesetzgebung. Wie beispielsweise das Urteilsrecht oder die Bestrafung oder die Einnahme der Rechte, also Khums beispielsweise. Oder er muss sich um die Angelegenheiten der Weisen kümmern. Und da wir gesagt haben, die Gelehrten sind die Anvertrauten der Propheten, sind die indirekten Vertreter der Imame quasi. Und wir wissen, dass Imam Ali beispielsweise eine spezielle Hingabe zu den Weisen hatte. Ja, wir alle kennen die Geschichten, wie Imam Ali, wie milde er zu den Weisen war. Eine bekannte Geschichte ist beispielsweise, als er einmal durch die Straßen lief und einen kleinen Jungen weinend sah, so ging der Fürst der Gläubigen a.s. zu ihm und sagte, was mit ihm los sei, wieso weint er? Und dann hat er gesagt, ich habe mit Kindern gespielt und diese haben mich rumgeschubst und mich ausgelacht, weil ich keinen Vater habe, weil ich ein Weise bin. Und dann hat der Imam ihn genommen, ihm die Haare gekämmt, die Tränen aus seinen Augen gewischt und hat gesagt, wenn dich ab sofort an jemand fragt, wer dein Vater ist, so sage Ali ibn Abi Talib ist mein Vater. Ja? Und auch in der Nacht, als er erschlagen wurde, sah man draußen an seiner Haustür über 100 Kinder, die mit einer Tasse Milch standen, weil der Arzt gesagt hatte, Milch wäre gut gegen das Gift. Ja? Und in dem Fall, wie wir sehen, wenn die Ahlul Bayt sich so sehr um die Weisen gekümmert haben, dann ist es erst recht die Aufgabe ihrer indirekten Vertreter, der Maraja, sich ebenso um die Weisen zu kümmern, aber auch natürlich unsere Pflicht, also für jeden Einzelnen von uns. Also, und ebenso muss er sich um die Angelegenheiten der Weisen und so weiter kümmern, wenn sie keinen Vormund haben und weitere Angelegenheiten der Menschen, um die sich sonst niemand kümmert. Derjenige wird dann als Al-Hakim al-Shar'i bezeichnet, also der gesetzliche Richter. Ja, das heißt, wenn all diese Bedingungen erfüllt werden, dann ist derjenige Al-Hakim al-Shar'i, der gesetzliche oder der religiöse Richter. Der dritte Punkt, wer kein Mujtahid ist, dem ist es verboten, Rechtsurteile zu erlassen. Und das ist eine klare Angelegenheit, die aber leider noch nicht bei allen angekommen ist. Derjenige, der kein Mujtahid ist, dem ist es verboten, Rechtsurteile zu erlassen. Wenn er etwas gefragt wird und er hat keine Antwort darüber, von einem Gelehrten gehört, von einem Marja gehört, so darf er nicht nach dem urteilen, was ihm gerade logisch erscheint und sagt, dies muss so sein, dies darf nicht so sein. Es ist eine religiöse Tatsache, dass derjenige, der kein Mujtahid ist, keine religiösen Rechtsurteile erlassen darf. Das ist eine Haram-Tat, das ist eine verbotene Tat. Wer jedoch ein Mujtahid ist, jedoch nicht die Bedingungen zum Marja' al-Taqlid erfüllt, dem ist es nicht verboten, Rechtsurteile zu erlassen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise Mujtahid bin, aber ich habe nicht die Bedingungen zum Marja' al-Taqlid, dann darf ich Rechtsurteile erstellen, jedoch nur mit der Absicht, die anderen darüber zu informieren, zu welchem Ergebnis seine Forschungen ihn gebracht haben. Es ist ihm jedoch verboten, sich als Marja' für die anderen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn ich jetzt eine gewisse Stufe in der Hause, in der religiösen Institution erreicht habe und den Grad des Ijtihad erreicht habe, aber in mir finden sich nicht die Bedingungen zum Marja' al-Taqlid, dann darf ich die Menschen darüber aufklären, dies sind meine Rechtsurteile, ich bin zu diesem Ergebnis gekommen, aber ich darf mich nicht selber als Marja' den Menschen zur Verfügung stellen und sagen, ihr dürft mich jetzt nachahmen. Ja, und was die Bedingungen des Marja's sind, diese werden wir inshallah in den kommenden Lektionen erläutern. Bis dahin, wa akhiru da'wana, an alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.